Aloha und weiter im Text mit den Sims und diesmal mit einem weiteren Erweiterungspack, nämlich den Sims Showtime. Ich habe gleich ein bisschen was in der Stadt organisiert und hübsch gemacht und so ein Kram halt. Wo ist Melena? Melena? Ach da! Ja, die hatte ja vorher noch geschlafen. Und ja. Ist halt immer so, wenn man. Nee, brauchst du nicht frühstücken. Nö. Ist halt immer so, wenn man ein neues Erweiterungspack installiert, dass dann eben alles ein bisschen anders wird. Nö. So, wir schauen mal bei den Hinweisen. Jetzt gibt es hier einiges, was man hier noch so. Auftritte und Veranstaltungsorte. Beherbergung des Sims eines Freundes. Was? Beherberge den Zauberkünstler, Akrobaten oder Sänger eines Freundes auf Tour an den Veranstaltungsort mit Bühnen in deiner Stadt. Ach so. Du kannst auf der Seite eines beliebigen Veranstaltungsorts hoch eine Anfrage schicken, die Sims deiner Freunde. Okay. Ist ja interessant. Also es gibt wieder viel zu entdecken. Ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung. Aber ich habe schon eine richtig gute Idee, wie ich das in diese alternative Familie einbringen kann. Also ich habe ja in der letzten Aufnahme gesagt, dass ich Melena und Günther heiraten lassen möchte. Und naja, die beiden sind so ein bisschen einfach, nicht wahr? Also hier mit. Upsala. Hier mit Gärtner und Fischer und was die nicht alles machen. Und naja, wenn die beiden geheiratet haben, könnten sie ja ein Kind bekommen, das dieser ganzen Aktion mit alternativem Lebensstil und nachhaltigem Lebensstil überhaupt kein Interesse hat. Und dann in diese Showgeschäftsebene wechseln möchte. Also es hat vielleicht ein bisschen was von. Kein Pardon von Harpe Kerkeling, dieses Musical, falls das jemand von euch kennt. So, ne? Kleinstadt und alle sind. Was tust du? Verbrennst du gerade das Frühstück? Nee, sieht noch nicht so aus. Und ich meine, Melena wird ja ihr Kind dann später sicherlich auch lieb haben. Weshalb. Das denke ich nicht ganz so tragisch sein wird, wenn es sagt, hey, ich möchte eigentlich gar nicht so leben, wie ihr lebt, Leute. Und sind Kinder nicht einfach. Ja, mecker doch nicht so viel. Sind Kinder nicht so, dass sie ihren Eltern sowieso widersprechen? Ich habe übrigens die Erinnerungsbenachrichtigung mal abgeschaltet, weil die sich sowieso ständig wiederholt. Und dementsprechend etwas störend ist. So. Welches Telefon klingeln denn? So, Spoink beobachten. Du kannst Spoink auch nicht angreifen und du wirst Spoink nicht angreifen. Kitty freut sich darüber, dass sie gelobt wurde. Das ist doch eine schöne Sache. So, dann kannst du hier auch irgendwo hintragen. Obwohl, nein, jagen üben. Jagen üben ist gut. Weil dann kann man sie losschicken und sie was jagen lassen. Klingt komisch, ist aber so. Wirklich. Kitty, hier. Ah, jetzt schleicht sie sich an. Kann man das beobachten? Nee, kann man nicht. Aber man könnte böse sein und das wegräumen. Aber das muss man ja nicht unbedingt machen. So, Melena kümmert sich bitte um den Garten. Und Günther benutzt die Toilette. Geht duschen. Und hier, es gibt ein Kaffeehaus jetzt hier. Ein Starbucks sozusagen. Und hier kann man, ja, nichts Spezielles machen. Errungenschaften sind eine Methode für deine Verdienste im Spielabzeichen. Im Spielabzeichen zu erhalten. Da fehlt ein Komma. Möchtest du mehr? Ja.
Oh, verdiene Abzeichen, indem du die Errungenschaften abschließt, die in deinem Spielerprofil und auf deiner Pinnwand. Ja. Ist ziemlich cool, denke ich mal, aber hat auch wieder viel mit Online zu tun, was mir gerade nicht so gefällt. Also Sims entwickelt sich gerade in eine Richtung, die mir noch nicht so gefallen mag. Ja, sie lernt und das ist schön. Wo waren das? Album? War es da? Hier sind die Erinnerungen von den beiden. Das hier ist übrigens mein Sims-Account. Schön, dass der jetzt hier drin steht. So, was haben wir hier? Karriereverlauf. Okay. Gelegenheiten. Naja. Findet sich schon irgendwie. Ach, du sollst Spoink in Ruhe lassen. Der arme Kerl. Ja, jetzt hat er dich gebissen, siehst du? So, wir haben hier zwei neue Objekte, Gebäude. Mixmeister Karaoke. Und hier ein Gebäude. Von 12 bis 1 Uhr geöffnet, um private Partys zu veranstalten. Und ich schätze, man kann hier auch sowas wie man kann da sicherlich auch sowas wie Junggesellenabschiede feiern. Schätze ich mal. Ja, schauen wir mal der Kitty beim Spielen zu. Huch, Melena, du klingelst. Ja, plauder halt ein bisschen. Ich hätte gerne den Garten da. Pirsche dich an unterschiedlichste Beutetiere heran, darunter Vögel, Käfer, Reptilien, vieles anderes mehr. Mit dieser Fähigkeit sind köstliche Kreaturen selbst bei niedrigen Fähigkeiten-Level stets nur einen Streifzug entfernt. Verspeise deinen Fang auf der Stelle und überreiche ihnen dein Liebst-Sims, um ihnen deine Zuneigung zu beweisen. Katzenjagdfähigkeiten. Katzen haben einen angeborenen Jagdinstinkt. Du kannst die Jagdfähigkeiten deiner Katze verbessern, indem du sie mit Spielzeugen aus der Spielzeugkiste jagen üben lässt. Katzen können verschiedene Tiere fangen, Käfer, Vögel, Nagetiere, Schlangen und Schildkröten. Um diese Geschöpfe aufzuspüren, kannst du die Interaktion Beute aufspüren im Menü Jagen verwenden. Diese ist verfügbar, sobald deine Katze genügend Jagdfähigkeitenpunkte erworben hat und zeigt dir mit Hilfe einer Kartenmarkierung, wo die entsprechende Beute zu finden ist. Katzen können sich überall draußen an Beute ranschleichen. Wähle eine Stelle und starte einen Versuch. Ja. Okay, also wir können solche Tiere wie Spoink. Ich habe gesagt, du sollst Spoink weglegen. Das war daran so schwer zu verstehen. Also solche Tiere wie Spoink können Katzen finden und jagen. So. Dann gehen wir mal mit Günther ein bisschen in die Stadt. So, der Laden hat jetzt geöffnet. Und da fahren wir mit Günther mal hin. Hatte ich ihm gesagt, er soll sie lesen? Ich wollte, dass er sie wegschmeißt. Egal, ich spule mal ein bisschen vor, dann geht's schneller. Kitty hat für die Fähigkeit Jagen soeben Level 2 erreicht. Das ist doch schön. Oh, und Kitty möchte einen Käfer fangen. Das kann sie gerne tun. Das erlaube ich ihr. Schauen wir mal. Hier gibt es noch keine Kartenmarkierungen. Vielleicht kann man sie ja zu irgendwelchen Käfern schicken, die sie selber fangen kann. Sind nur Samen. An Beute heranschleichen. Naja, hier gibt es keine Beute gerade. Nö. Kittylein. Hier gibt es gerade nicht mal Schmetterlinge. Dabei gibt es hier sonst immer so viel. Nö, hier gibt es gerade gar nichts. Okay, Kitty. Dann kannst du da mal aufhören. Du darfst da mal kratzen. Du darfst auf die
Katzentoilette und dann darfst du da schlafen. Und dann geht's erstmal zurück zu Günther. Mal schauen, was der jetzt so treibt. So. Da ist doch der Eingang. Na gut, da ist auch noch ein Eingang. So, was haben wir denn hier? Eine Bar? Es ist im Moment noch etwas ruhig. Was ist das hier? Das kann man sich nur anschauen. Hier kann man... Ah, hier ist die Bühne, okay. Hier kann man irgendwas machen. Und was gibt's hier oben? Track spielen. Okay. Und hier kann man... Ja, das sieht doch ziemlich cool aus hier für... Also für Junggesellen und Gesellinnenabschied funktioniert das hier eigentlich ganz recht. Ganz recht, ganz hübsch. Denke ich mal. Spiel mal ein bisschen Billard mit. Such dir mal neue Freunde noch, Günther. Ja, meinetwegen. Was macht der hier? Gehört da noch ein Tisch mit dazu, der noch nicht geladen ist? Ach, da ist er. Ich habe mich schon gewundert. Naja, spielt mal eine Runde. So, Melena. Melena kümmert sich schon wieder um Unhold, was sie gerade gar nicht tun sollte. So. Und Melena ist müde. Ist ja klar. Ganze Biorhythmus ist für ein Po. Gut. Wie sieht denn das hier aus? Wer ist denn das, mit dem du dich... Oder redest du mit der gar nicht? Red mal mit der. Maisie, okay. So, dann verschöner ihr mal den Tag. Und redet über Gartenarbeit und über Kompost. Dann kannst du mal ein bisschen lustig sein. Lustige Menschen sind immer gut gesehen oder gern gesehene Menschen. Diskutiere über Old Cuisine und dann kannst du ihr auch gleich mal dein schlimmstes Geheimnis anvertrauen, damit das auch gleich raus ist. Ne, ist ja Sinn einer neuen Freundschaft und es ist auch still hier. Also wenn ich hier diese Party feier dann, ne, und so, dann wird es aber hier alles anders. Hier ist so eine Karaoke-Bar. Mixmeister-Karaoke. Da will ich hin, nachher. Obwohl, da könnte ich mit Melena hin, wenn sie müde... Nein, sie ist mir zu müde. Ich bin mal so frei und spule ein bisschen vor. Die können sich ja miteinander beschäftigen. Ich fände es zumindest... Wo geht sie denn hin? Für kleine Mädchen? Jo. Und er kann nicht hinterher. Sims sind so intelligent. Gut, dann war es das erstmal und dann gehen wir mal dahin. So, Leute, ich spiele mal mit. Warum ist hier keine Interaktion möglich? Ach so, weil die hier mitsingt. Das ist aber nicht nett, was du da tust. Hier ist ein Separé. Ohne Fisch. Schade. Oh, hier gibt's Foto, ein Fotoautomat. Erinnert gerade ein bisschen an Sims 2. Also, da gab's ja dann auch sowas. Kümmern wir uns mal um Melena. Obwohl, du fährst nicht nach Hause, du gehst arbeiten.
du gehst. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, aber das bin ich jedes Mal, wenn neue Sims-Teile rauskommen, dass ich immer nicht weiß, was ich zuerst machen will. Meistens erstelle ich mir dann eine neue Familie, weil, ja, das ist dann immer so, wenn bei neuen, bei Erweiterungspacks, bei großen dann viele neue Sachen dazukommen, gibt's immer sehr viel Zeug, was ich auf einmal machen möchte, weil dann, ja, so viele Neuerungen und dann passt das alles nicht mehr so in das Spielkonzept von den vorigen Teilen und